Weder 32 noch Franz Fasan. 340. Bitte das Spiel zu machen. Nichts geht mehr. Ja, na, was geht? 23, rot im Perpass. Guten Abend. Guten Abend. Mein Spiel wie immer. Jawohl. Das Spiel zu machen, bitte. Kompleter 32 mit Transversal. Kompleter 32 mit Transversal. 132. 32. Kompleter 32 mit Transversal. Kompleter 32 mit Transversal. Nichts geht mehr. 300. 10 Schwarz am Pfeffer. Überall. 400 für 200 Kolonne. 400 für 200 Dutzend. Hallo. Einen Gin Tonic, bitte. Kein Glück heute? Nein. Gudrun Freifrau von Dannelow. Wer? Na, die Dame, zu der Sie gerade hinüberschauen. Einen Gin Tonic, bitte. Danke. Gute Wahl. Mecklenburgischer Landadel. Ländereien, Wälder, ein Schloss, zwei Herrensitze, drei Stadthäuser. Die Dame hat Glück. Nein, nein, Geld. An manchen Tagen verspielt sie Unsummen, ohne mit der Wimper zu zucken. Soll ich Ihnen was sagen? Die spielt nicht, um zu gewinnen, die spielt, um sich abzulenken. Ihr Mann, tragische Geschichte. Der blieb im Hotel im Fahrstuhl stecken und kriegte vor Aufregung einen Herzschlag. Im Urlaub, in Rom, genau an ihrem 10. Hochzeitstag. Während sie im Zimmer auf ihn wartete. Stellen Sie sich das mal vor. Sie macht oben in der Suite den Champagner auf und eine Etage tiefer. Tragisch. Tragisch. Hm. Und Sie, was machen Sie so? Diamanten. Ach, Sie machen Diamanten? Nein. Handel, Edelsteinhandel. Na, hat es den Herrschaften geschmeckt? Ja. Und? Wie ist es gelaufen? Ja, das Übliche. Ich glaube, ich hätte da jemanden für dich. Nichts, ach Max. Wir müssen zweigleisig fahren. Alle Chancen nutzen. Meinst du? Klar. Handelt mit Diamanten. Wirklich gute Partie. Wer ist es denn überhaupt? Hat dir genau gegenüber gesessen. Ach, der? 132. Kompleter 32 mit Transversalen. Bitte das Spiel zu machen. Nichts geht mehr. Ja, dann mach gut. 32 mit Transversalen. 32 mit Transversalen. 12.920, bitte. Danke für die Angestellten. Vielen Dank für die Angestellten. Für die Angestellten, vielen Dank. Bitte wieder das Spiel zu machen. Na Mensch, Überraschung! Sven! Guten Abend. Hallo. Na? Was sagt ihr?
Was hast du mir geliehen? Dass du? Dass du? Zinsen? 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 Keine Zinsen. Keine Zinsen. War nicht abgemacht. Leute, bitte. Das ist nicht fair. Fang jetzt keine Diskussion an, Gudrun. Dein Göttergatte ist mit deinem Vermögen durchgebrannt. Hier steht das Wasser bis zum Hals und wir haben dir was gepumpt. Jetzt haben wir unser Geld wieder und gut ist. Mit dem Rest solltest du wirklich zur Bank gehen und deine Schulden abstottern. Reicht doch so schon nicht. Wirst du sowieso weiterspielen müssen. Na ja, vielleicht habe ich ja gerade eine Glückssträhne. Man kann seinem Glück auch ein wenig auf die Sprünge helfen. Was ist denn jetzt mit dem Diamantenhändler, dem ich von deinem Schloss und den Ländereien erzählt habe? Fürs Erste habe ich es doch auch so geschafft. Aber wenn es der Richtige ist und wenn er dann auch noch Geld hat, dann kann man doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ich würde da nicht Nein sagen. Ich warte nicht zu lange. Solche hochkarätigen Männer sind heiß begehrt. 11, Schwarzhampermang, überall. Also dann, bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, meine Herrschaften, bitte wieder das Spiel zu machen. 28. 33, schwarzer Fernweis. Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein. Was geht schon? Ganz ruhig. Wir sind gleich da. Atmen Sie tief durch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Ach, Unsinn. Doch, doch, doch. Wissen Sie, das ist psychisch. Was für ein Glück, dass Sie bei mir waren. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich allein gewesen wäre. Übrigens, mein Name ist Gerd Blankenberg. Freut mich. Gudrun von Danelow. Darf ich Sie einladen? Auf einen Drink? Aber das war doch nicht der Rede wert. Bitte. Bitte. Ja gut, danke. Ihre Frau? Im Fahrstuhl? Ja. Ich sitze unten im Restaurant und warte, Sie im Fahrstuhl, zwischen der 10. und 11. Etage. Herzversagen. Und das mitten in Chicago. Das ist ja, also... Schrecklich, Sie sagen es. Unglaublich. Ja. Und seit dieser Zeit habe ich immer diese Beklemmung in Fahrstühlen. Es schnürt mir förmlich die Kehle zu. Sie Ärmste. Ja. Und daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir geholfen haben. Aber das war doch selbstverständlich. Nein, nein, das ist es überhaupt nicht. Dafür schulde ich Ihnen mindestens ein Abendessen. Dem Diamantenhändler ist genau das Gleiche passiert wie mir. Wovon redest du? Na, tot im Fahrstuhl, Herzversagen, die ganze Geschichte. Genau das Gleiche wie bei mir und meinem Mann. Gudrun, du meinst wohl wie bei Freifrau von Danelow und ihrem Mann. Außerdem ist das meine Geschichte, hab ich mir ausgedacht. Sei doch nicht so kleinlich. Auf jeden Fall hat's ihm im Fahrstuhl die Kehle zugeschnürt. Du erzählst immer nur von ihm. Wie ist es dir denn gegangen? Mir? Bist du kein bisschen verknallt? Ich? Wieso? Ist er reich? Ja. Steinreich? Edelsteinreich. Wie ich's gesagt habe, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und du bist kein bisschen verknallt? Ich und verknallt? In meinem Alter.
Vielleicht ein klitzekleines bisschen? Carpaccio vom marinierten Rinderfilet mit Kürbiskernöl, dazu Landbrot aus dem Steinofen mit holsteinischer Ochsenmarkbutter, Schlutzkrapfen mit geräuchertem Südtiroler Bauernspeck, Blattspinat an grünem Spargel, Roastbeef in der Salzkruste gebraten auf Wildreis mit Maltesersoße, dazu ostfriesische Frühkartoffeln, anschließend Savarins mit altem guatemaltekischen Rum auf Marillen-Maraschino-Soße. Ausgezeichnet. Finden Sie nicht? Ja doch, ausgezeichnet. Fabelhaft. Fantastisch. Zweimal bitte. Sehr wohl. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ja. Sie werden sehr enttäuscht sein. Was ist denn? Sie sind gebunden. Ich meine, das kann ich verstehen. Eine Frau wie Sie. Nein, nein, das ist es nicht. Darf ich Ihnen die Weinkarte reichen? Entschuldigung. Ja, danke sehr. Bitte sehr. Wenn da mal nichts schief geht. Was soll denn schief gehen? Sie wollten mir doch etwas sagen. Ja? Sie sagten vorhin, ich würde sehr enttäuscht sein. Ja, ja. Worüber werde ich enttäuscht sein? Also, ich weiß nicht, was Schlutzkrapfen sind. Ich auch nicht. Warum ruft sie bloß nicht an? Sie hat doch gesagt, dass sie zwischendurch anruft. Ist bestimmt ein gutes Zeichen. Wenn da mal nichts schiefgegangen ist. Jetzt wart doch mal ab. Da ist bestimmt was schiefgegangen. Ich hab da so ein Gefühl. Sie haben die Rechnung gestellt? Mhm. Danke. Bitte. Ich darf doch nicht zu Hause sein. Was ist denn? Das gibt's doch nicht. Vorhin war sie noch da. Wer sie? Meine Brieftasche. Die ist weg. Jetzt mal ganz ruhig und besonnen. Vielleicht haben Sie sie ja einfach im Hotel liegen lassen. Nein, nein, vorhin hatte ich die noch. Mein Gott, ist mir das peinlich. Aber das kann ich doch machen. Nein, das geht doch nicht. Aber ja, das muss gehen. Das kann ich nicht annehmen. Was anderes bleibt Ihnen doch gar nicht übrig. Mein Gott, ist mir das peinlich. Ich lade Sie zum Abendessen ein und Sie bezahlen alles. So was ist mir noch nie passiert. Mir auch nicht. Was denken Sie jetzt von mir? Naja, dass Ihnen jemand die Brieftasche geklaut hat. Oder dass Sie ein Schusselkopf sind und Sie ganz brav in Ihrem Hotel liegt. Wir fahren Sie jetzt ins Hotel. Da gucken Sie nach. Und wenn sie wirklich weg ist, dann müssen Sie sofort Ihre Kreditkarten sperren lassen. Denken Sie daran. Natürlich. Das muss ich machen. Unbedingt. Danke. Das war ein wunderschöner Abend mit Ihnen. Danke. Mit Ihnen auch. Also dann, bis morgen im Casino. Im Casino, ja. Ich denke doch. Sie können hier anhalten. Ich möchte aussteigen. Sie wollten doch nach Püsseldorf. Ja, ja, aber ich hab's mir anders überlegt. Na, sehr großartig. 8,80 Mark bitte. 9. Oh, da danke ich doch aber sehr. Und eine Retour. Ich werde Sie fahren den Rest mit dem Bus. Wie kommen Sie denn darauf? Weil heute Vollmond ist. Da sind die Spinner unterwegs. Die Angeber. Möchte gerne. Hochstapler.
Haben Sie Hochstapler gesagt? Zechpreller! Zechpreller? Heiratsschwindler! Heiratsschwindler? Ich meine doch nicht Sie. Ich auch nicht. Guten Abend. Guten Abend. Ich hätte gern Herrn Blankenberg gesprochen. Herrn Blankenberg? Hm. Ja, genau. Gerd Blankenberg. Es tut mir leid, einen Herrn Blankenberg gibt's hier nicht. Das habe ich befürchtet. Erst klaut er mir meine Geschichte, dann lässt er mich die Rechnung bezahlen und jetzt ist nicht einmal mehr sein Name echt. Jetzt beschwer dich mal nicht, er hat nichts anderes gemacht als du. Zwei Fliegen mit einer Klappe, dass ich nicht lache, wenn der mir noch mal unter die Augen kommt. Was ist er? Ein Hochstapler, Zechpreller und Heiratsschwindler. Taxi! Bitte sehr. Diamantenhändler höchstpersönlich. Aber was da glänzt, sind keine Edelsteine, sondern die Knöpfe von seiner Portiersuniform. Geh zu ihm. Ich bin noch nicht verrückt. Keine 10 Pferde kriegen mich da rein. Mach ihn fertig. Na los, mach ihn fertig. Vor allen Leuten? Vor allen Leuten. Ich mache ihn fertig. Vor allen Leuten. Guten Tag. Guten Tag. Bitte. Entschuldigen Sie meinen Aufzug. Aber als ich Sie gesehen habe, bin ich sofort ins Taxi gesprungen. Und jetzt habe ich da draußen eine Stunde gewartet, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ah ja. Ich bin auch immer wieder ins Casino gegangen, weil ich hoffte, dass ich Sie treffen würde. Ich wollte Ihnen das Geld zurückgeben für das schöne Abendessen. Ich habe ein bisschen gewonnen. Behalten Sie es. Ist schon in Ordnung. Ich ein Diamantenhändler. Ja, das habe ich Ihnen geglaubt. Ich habe Ihnen die Freifrau auch geglaubt. Ja, ja, ich weiß. Von Danilo. In Wirklichkeit heiße ich Gudrun Reinfels. Ohne von. Und ich, Gerd Brendel. Ja.
Ich hol mal unseren Kartoffelschnaps. War sehr schön, das Essen mit Ihnen. Schlutzkrapfen. Mit geräuchertem Südtiroler Bauernspeck. Rostbeef in der Salzkruste. Auf Kosten des Hauses, bitte. Danke. Königstropfen vom Erdapfel. Gewonnen aus dem Saft erlesenster Nachtschattengewächse. Ernte aller Möhren. Destillation Spezial. Wirklich exzeptioneller Jahrgang. Ausgezeichnet. Fabelhaft. Prost. Auf euch. Danke. Prost. Auf uns. Vielen Dank, ich rufe Sie dann an. Hallo? Oh, nein, nein, noch nicht. Du kannst es dir nicht vorstellen. Die eine kann nicht bügeln, die andere berechnet Fensterputzen extra und die dritte quant mir das Wohnzimmer voll. Ja, 6 waren heute schon hier. Oje, Nummer 7. Wir telefonieren später. Darf ich fragen, was Sie da machen? Achtung, liebe Frau. Ich komme auf Ihre Annonce. Hier gibt es ja wohl einiges zu tun. Na, um diese Dinger da kümmere ich mich später. Gucken wir erst mal, wie es drinnen aussieht. Lange nichts mehr getan hier drin. Das würde ich nicht so sagen. Ich sehe schon, hier muss erst mal tüchtig Grund rein. Geben Sie mir doch geschwind mal einen Feudel. Feudel? Schon gut. Keine große Sache. Wenn Sie das eben aufspüren würden und gleich zum Trocknen aufhängen. Sie sind berufstätig? Ich habe eine Kunstgalerie. Ach so. Künstler. Und Ihr Mann? Unterrichtet am Gymnasium. Ja, ja, die Geisteswissenschaften. So, dann bräuchte ich eigentlich nur noch einen Hausschlüssel. Ja, damit ich nicht draußen warten muss, wenn Sie mal nicht da sind. Ah ja, in Schlüssel. Ich lasse einen nachmachen. Gut, dann gehen Sie mal ruhig in Ihre Galerie. Da können Sie das mit dem Schlüssel auch geschwind gleich auf den Weg machen. Ich komme hier schon alleine klar. Ja, wenn Sie meinen. Aber an den Bildern in Ihrer Galerie malen Sie doch auch nicht mit, oder? Ach, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Gertrud Mausfeld, der gute Geist in jedem Haus. Angenehm, Agnes Reitmeier. Yeah.
bisschen Schwund ist immer. Miso-Suppe. Tartex. Kokanudel. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Nur neumodisches Zeug. Keine Substanz. Naja. Künstler. Schönen guten Tag. Reitmeier. Frau... Mausfeld, Gertrud. Sie sind aber früh. Ich hatte heute nur 5 Stunden. Hat meine Frau also doch noch jemanden gefunden? Ja, ja, hier ist ja auch einiges zu tun. Nana. Sagen Sie doch, was Sie brauchen. Mein Miso-Süppchen. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ein Mann braucht was zwischen die Zähne. Warten Sie. Nehmen Sie meine Schuhe. Thüringer Blutwurst und gute Butter. Das kann ich doch gar nicht annehmen. Doch, doch. Essen hält Leib und Seele zusammen. Ich gehe geschwind mal etwas einkaufen und dann koche ich was Ordentliches. Aber bitte essen Sie im Wohnzimmer. Ich habe hier zu tun. Und nicht krümeln. Dem gibt er was zum Mampfen. Und lässt ihm an der Knackwurst weisen und wünscht ihm guten Appetit. So, und jetzt noch geschwind die Wäsche aufhängen. Keine Wäschespinne, keine Leinen, bloß ein Trockner. Aber der kommt ja überhaupt nicht in Frage bei diesem schönen Wetter. Nicht mal richtig auspacken, aber an die Wand hängen. Immerhin, ein Bild von einer Wäscheleine. Not kennt kein Gebot. Na, wenn das man nicht Gift für die Nieren ist. Künstler. Nichts Reelles im Leib, nichts Reelles am Leib. So, dann, na, schmeckt's? Frau Mausfeld, das muss ich Ihnen lassen. Der Braten, ein Gedicht. Mein Wahlspruch, manche Leute muss man eben zu ihrem Glück zwingen. Wie? Ach so, ja, ich verstehe. Frau Mausfeld. Gertrud, bitte. Gertrud, das mit diesen Einkäufen, ja, da kann ich Ihnen doch helfen. Ich kann Sie in der Freistunde hinmachen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich sage immer jeder das, was er kann. Salz. Und riecht's denn hier? Schweinebraten. So viel Cholesterin hat dieser Tisch noch nie gesehen, ganz zu schweigen von den Kohlenhydraten. Gönnt er? Nein, nein. Schon zurück. Bitte schön. Warten Sie, ich hole geschwind noch ein Gedeck. Nein, nein, danke, nicht nötig. So, und nun noch was zu trinken, bin gleich wieder da. Du hast es euch eine Mühe gegeben. Und was ist mit meiner Linie? Das wird Ihnen gut tun.
So, nun muss ich aber los. Bleiben Sie ruhig sitzen, Frau Reitmeier, und genießen Sie das Essen. Ich finde schon hinaus schönen Feierabend noch. Wiedersehen. Oh mein Gott. Oh Gott. So was von stillos. Mitten im Garten. Mein Silber. Das ist doch nicht der Chorell aus der Küche. Günther! Günther! Meine Ikonen. Was ist denn meine kleine Ikone? Sie hat sie vernichtet. Zerstört. Gemordet. Das ganze Blattgold ist ab. Günther, du kündigst ihr auf der Stelle. Du rufst sie sofort an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Wo drückt der Schuh? Meine Ikonen aus dem Schlafzimmer, Sie wissen schon. Ja, sind jetzt wieder blitzsauber, nicht? Aber hier, Ihr Waschbecken, Frau Reitmeier. Ja, was ist damit? Das war völlig verstopft. Hat mich fast über eine Dreiviertelstunde gekostet, das wieder in Ordnung zu bringen. Tut mir leid, Frau Mosfeld. Gertrud, bitte. Passen Sie einfach in Zukunft ein bisschen mehr auf, dann sparen wir uns überflüssige Arbeit. Ja, ja, mach ich. Ach ja, Sie wollten was mit mir besprechen? Nein, das hat sich erledigt. Es klappert am rauschenden Bach. Frau Reitmeier? Ach, Herr Brunero. Nein, Frau Reitmeier ist nicht da. Sagen Sie, das sind doch hier Ihre Bilder, die überall an den Wänden hängen. Hm. Fast alle. Schön? Groß sind sie. Sehr groß. Wie noch eins? Also, Herr Brunero, wo soll ich das denn noch hinhängen? Ich hab nichts gegen Bilder, aber wenn sie vielleicht ein bisschen kleiner werden und freundlicher. Ihre Bilder drücken einem richtig aufs Gemüt. Ja, und außerdem machen sie mir eine Menge Arbeit. Wenn Sie schon unbedingt für uns was malen wollen, dann malen Sie es doch einfach eine Nummer kleiner. Und wie gesagt, freundlicher, ja? Vielleicht einfach mal blau oder so. Gut, ich sage Frau Reitmeier Bescheid. Ja, bis dann. Nein, dann bitte gehen Sie. Schon erledigt. Ich habe alles mit ihm besprochen. Gertrud, das war Alfonso Brunero, unser wichtigster Künstler. Tja, aber wer soll das alles abstauben? Daran denkt so ein Künstler eben nicht. Wenn das Agnes erfährt, die wird... Die wird sich freuen. Alfonso! Mein Lieber, bin ich froh, dass du gekommen bist. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Eine Wäschespinne. Wie bizarr. Ja, nicht. Und wo sind meine Skulpturen geblieben? Im Schuppen. Ich habe sie vor der Putzfrau in Sicherheit gebracht. Ach. Sie wollte sie streichen. Himmelblau. Die Skulpturen der Perlhühner wollte sie auf den Sperrmüll geben. Was? Ja. Hier. Den Schlüssel vom Schuppen trage ich Tag und Nacht am Körper. Interessant. Du, die Frau interessiert mich. Ja. Oh, ist sie das? Ja. Deine Perle? Mhm. Sieht doch eigentlich ganz harmlos aus. Hallo? Hier können Sie mich tragen. Ist alles gewischt. Verstehst du jetzt? Komm, lass uns anders rumgehen. Alle im Schuppen? Alle.
Ein neues Bild? Das kleinste, was ich habe. Das ist ein Original, Gertrud. Das packe ich aus. Lassen Sie mal, bei mir geht's schneller. Alles blau. Oh. Sehr schön, Herr Brunero. Vorher immer dieses Klecks hier, Klecks da. Das hat einen ja ganz nervös gemacht. Sie müssen ja auch mal an die Nerven unserer lieben Frau Reitmeier denken. Zu Tisch, zu Tisch. Es ist schon aufgetragen. Heute gibt's Himmel und Erde, Kartoffelbrei und Apfelmus und hausgemachte Blutwurst. Essen hält Leib und Seele zusammen, stimmt's, Herr Reitmeier? Er hat sogar mitgeholfen. Danke, Gertrud. Ich glaube, wir kommen jetzt allein zurecht. Meinen Sie? Na gut. Aber die Schuhe bleiben aus. Die Böden sind erst Freitag wieder dran. Bis morgen. Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Was willst du denn jetzt machen? Ich werde ihr kündigen. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß nur, ich muss. Naja, Günther ist mir ja keine Unterstützung. Den hat sie ja regelrecht von sich abhängig gemacht mit ihrer Hausmannskost. Gertrud, was machen Sie denn da? Bin gleich fertig. So. Erledigt. Sehen Sie das eigentlich nicht, wie fürchterlich Ihre Schüler schreiben? Sie werden's erleben, Herr Reitmeier. Wenn Sie hin und wieder solche Bemerkungen drunter schreiben, müssen Sie Ärmster sich auch nicht mehr die Nächte um die Ohren hauen, um deren unleserliches Geschreibsel zu entziffern. Ja, aber Sie... Dann werden aus den Kindern vielleicht eines Tages doch noch ordnungsliebende Menschen. Wer denkt, der kann, der kann. Ordnung ist das halbe Leben. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Was ist denn passiert? Meine Abi-Klausuren. Gertrud hat sie korrigiert. Korrigiert? Bald weiß die ganze Schule Bescheid. Das Kollegium. Und Alfonso malt nur noch himmelblaue Himmel. Wenn das so weitergeht, kann ich die Galerie dicht machen. Was mache ich denn jetzt nur? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde ihr kündigen. Gleich morgen. Wie willst du es ihr denn beibringen? Frau Gertrud, ich habe mein Leben gemocht, wie es war. Ich wollte nur ein bisschen Hilfe fürs Grobe. Aber Sie haben alles verändert, mein Leben und mein Haus auf den Kopf gestellt. Das wird Sie bestimmt beleidigen. Wie soll ich es sonst machen? Jetzt guck sich bloß einer die beiden an. Frühstücken schön in Ruhe zusammen. Alles sauber, hübsch und ordentlich. Guten Morgen, Herr Reitmeier. Morgen. Guten Morgen, Frau Reitmeier. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Naja, so. Aber ein gutes Frühstück bringt einen doch gleich richtig in Schuss, ne? Sie wissen doch, Leib und Seele. Ja, ja, ich weiß. Sehen Sie, liebe Frau Reitmeier, deshalb muss ich auch mit Ihnen reden. Sie mit mir? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also, kurzum, ich muss Ihnen leider kündigen. So, nur ist es raus. Aber
eigentlich... Mir ist das wirklich nicht leicht gefallen, Agnes. Frau Reitmeier. Aber da gibt es einen Haushalt. Ich sage Ihnen, aus der Anzeige sprach die pure Not. Und hier ist doch jetzt Grund drin. Den Rest, den schaffen Sie doch mit links. Hier ist der Schlüssel. Ihrem Haus ist jetzt auch jede andere Putzhilfe gewachsen. Sie werden sehen. Und ich bin ja auch nicht aus der Welt. Hier meine Handynummer. Falls Sie mal so gar nicht zurechtkommen. So, jetzt aber los. Hab nah am Wasser gebaut. Ich bin schon raus. Hier ist es. Der gehört aber wirklich mal gestutzt. Sie? Sie? Aber im Inserat steht Bruns. Familie Bruns. Brunero ist mein Künstlername. Na, dann wollen wir mal. Zum Glück kenne ich mich mit Künstlern ja aus.